zeige euch mal, woran wir gerade arbeiten. Und zwar dieses Gebäude hier, da ist auf der rechten Seite der alte Kuhstall und links die Stalldiele. Erbaut 1841 und hier müssen wir die Mauern neu aufmauern, also die Wände wegbrechen und neu aufmauern, weil das Dach drückt und die Wände haben sich nach außen verzogen. Und jetzt zeige ich euch mal unsere Helfer. Das ist Alex. Hallo Alex. Alex ist seit... Und da ist Winnie. Winnie hilft. Alex ist jetzt seit einer Woche auf Hufbutenland. Alex, wir kennen uns aber schon, ne? Ja, unglaublich, ne? Ja, wie die Zeit vergeht, ne? Ja, die Zeit vergeht. Ja. Ja. Ja, Alex hat vor 2 Jahren hier schon mal 1 Jahr gearbeitet und ist jetzt wieder da. Und jetzt gucke ich mal. Oh, da kommt schon wieder. Da kommt Janina. Janina war ja im letzten Jahr lange auf Hufbutenland. Sie studiert jetzt Tiermanagement in Holland und verbringt die Semesterferien bei uns. So, jetzt gucke ich mal, wo gehe ich meinen Garten. Ich suche Indira. Guck mal hier. Hier haben wir gestern angefangen, die Seitenwände wegzureißen. Ich gehe mal so hoch. Das ist das Riesenstalldach. Das ist vor 10 Jahren erneuert worden. Das haben wir jetzt abgestützt, um die alte Mauer einzureißen. Jetzt weiß ich nicht, wo Indira ist. Ich gehe mal hier durch. Ah, jetzt habe ich Indira erwischt. Ja, hier ist ein Riesengerüst. Das wird jetzt auch so 3-4 Wochen unsere Hauptbeschäftigung sein. Hallo Indira! Was macht ihr? Ich Brennholz. Ja. Ja, das Brennholz muss weg, weil ja diese Wand, zeige ich euch mal, die muss ja auch noch komplett abgetragen werden. Und die Schweine, die sind jetzt etwas genervt, weil die mussten umziehen. Eberhard und Winfried, die haben ja hier rechts ihr Heubett gehabt und die mussten wir leider vorübergehend hier unterbringen. Keiner zu Hause. Und Rosa Marie ist auch total genervt. Ich gehe mal gucken. Wir mussten das jetzt auch alles, Moment. Auch alles etwas sichern, damit die Schweine hier nicht in der Baustelle rumlaufen. Und Rosa Marie hat dieses Schlafzimmer. Das teilt sie sich übrigens hier mit Erna und Else. Erna und Else sind aber schon unterwegs. Und Rosa Mariechen macht noch Mittagsschlaf.
Ja. Alles gut? Oh je, Leute. Da steht der Bagger. Hier ist Winfried. Komm mal mit zu Rosa Mariechen, kannst ja auch hier schlafen, Winfried, komm. Komm hier durch. Aber es ist schon erstaunlich, dass die Schweine doch sehr flexibel sind und mit neuen Situationen gut umgehen. Er geht jetzt zu Rosa Mariechen. Das wird die Dame nicht erfreuen. Sie pöbelt schon. Dann warten wir auch noch auf den Tierarzt, der gleich eigentlich jeden Moment kommen müsste. Wir behandeln Samuel gerade, der hat eine Entzündung mit Ausbeulung der Nase. Der hat jetzt auch schon zweimal Cortison bekommen und Schmerzmittel. Und da guckt der Tierarzt heute nochmal, ob wir weitermachen. Ob die Schwellung abgeklungen ist und was eigentlich die Ursache ist. Ja, jetzt bin ich wieder bei Indira. Gut. Dann gehe ich jetzt mal mit Pipi Latta raus. Ich zeige euch noch mal das Gebäude. Ja, hier ist der Container, wo die alten Steine dann reinkommen. So. Wie gesagt, 1841. Es gibt immer etwas zu tun. Und jetzt packen wir es an. Ich zeige euch nochmal Alex. Der jetzt mit dem Hoftrack angedüst kommt. Gut, wir machen jetzt weiter. Auch am Wochenende nützt ja nichts. Tschüss!